Also ich war total begeistert, ganz ehrlich, weil es war eine Premiere, wie man sich eigentlich nicht besser wünschen kann aus meiner Sicht. Der Maxi hat das super gut gemacht. Also er hat eine unglaubliche Menge von politischen Spitzen, aber auch unglaublich gute Witze gebracht. Und es war so kurzweilig und auch die Idee mit zwei Gesangseinlagen das Ganze aufzulockern, fand ich sensationell. Also ich glaube, es war eine ganz tolle Premiere, man kann ihm eigentlich wirklich nur Glückwunsch sagen. Kurzes Wort zum Singspiel, wie fanden Sie sich dieses Jahr dargestellt, wie fanden Sie Ihre Rolle? Naja, also insgesamt war das Singspiel auf jeden Fall etwas anders musikalisch, sehr viel moderner, sagen wir mal, bis hin zum Rap. Ja, ich bin ganz zufrieden, mein Double ist sensationell, Gerd Wittmann macht das toll. Und ja, die Rolle ist halt jetzt gerade der Sozialdemokratie angemessen. Man muss sich da nach der Decke strecken und das hat er blendend hingebracht. Also ich bin sehr zufrieden.